Das hier ist irgendwie nicht. Ich weiß nicht warum, Alter. Besorgt und mit diesen Masken spielen wir heute Hide and Seek, Leute. Und zwar ist der Wetteinsatz in diesem Video extrem groß. Ihr wisst ja, bald ist Halloween, was heißt bald ein paar Tage. Und ja, wie sage ich das? Die will ich feiern gehen. Wenn ich gewinne, Leute, kriege ich erstens 50 Tacken von dir. Und dann, Leute, geht Egg auch mit mir feiern und gönnt alles. Wenn sie gewinnt, gehen wir nicht feiern und sie kriegt 50 Tacken von mir und eine Bestellung auf meinen Nacken. Wir werden sehen, wer gewinnt. Ich würde sagen, ich fange an, Leute, und ich nehme absolut die Clownmaske, weil ich extrem Angst vor der habe und sie so nicht sehe. Let's start. Oh mein Gott, ist sie einfach nicht so angeschwingt. Ich fange an mit Suchen. Oder soll ich zuerst verstecken, Egg? Nein, Leute, Egg soll sich zuerst verstecken, weil es ist immer eine sehr große Blamage, wie sie sich versteckt. Das stimmt nicht. Oh mein Gott. Wir werden ja sehen, Leute, in diesem Video, wie Egg sich versteckt. Sie hat wahrscheinlich keinen Plan, wo sie hingehen soll. Schreibt mir in die Kommentare, Leute. Und zwar meinte Yasin, wie soll man diese Challenge machen mit so Quietsche-Enten an den Füßen? Und dass man halt hört, wenn man kommt oder sich bewegt. Schreibt mir in die Kommentare, sollen wir das machen? Wenn ja, schreibt Hashtag Ente in die Kommentare. Ich kann mir das schon witzig vorstellen. Ich habe ein Problem. Ich verliere bei jeder, wirklich jeder Hide and Seek Challenge. Höchstens habe ich eine Runde gewonnen und wenn nicht. Und Leute, es kann doch nicht so weitergehen. Ich kann nicht mein ganzes Leben lang in Hide and Seek verlieren. Erstmal ins Zimmer von Mercedes. Ich tue meine Hausschuhe hin, Leute, dass sie sich denkt, oh mein Gott, die ist bestimmt hier. Warte, du wolltest doch hier eine Falle stellen. Ja. Ich sehe von hier schon Ex-Schuhe, Leute. Also glaube ich, ich weiß schon, wo sie ist. Oder sie wollte mich trappen. Ein zum Bein ist auf jeden Fall. Ich rieche nichts, wie ihr hört, ich bin krank. Oh Gott, ich sehe so ein Egg. Hallo Leute, ich habe mich jetzt versteckt unter meinen Schreibtisch. Okay, hier ist sie nicht, Leute, aber ich glaube, das Versteck ist eh. Da macht es keiner mehr. Wir vermisst. Hä? Okay, warte kurz, Leute. Ich bin jetzt blamiert, gell? Ich schleiche mich hier an mit irgendwelchen Klamotten, mit irgendwelchen Halloween-Masken und sie ist hier gar nicht. Hä? Aber das Mädchen kann nicht weit gekommen sein. Das ist... Wo ist Alina? Alina? Vielleicht kannst du ein gutes Steck. Ich weiß gar nicht, wo sie ist. Alter Egg. Leute, ich habe mehr erwartet. Konntest du mich jetzt finden? Du bist unter dem Tisch. Aber. Aber er ist doch ein Stuhl davor. Okay, Leute, wir verstecken uns jetzt und. Ich überlege wirklich, ob ich wieder da reingehen soll, weil man da vor lange nicht mehr hingeguckt hat. Die guckt da immer. Okay, dann gehen wir woanders hin. Ich glaube, wenn die Maske von oben kommt, ich glaube, ich lasse mich ein. Leute, ihr müsst wissen, ich bin der größte Angsthase auf der ganzen Welt. Also kein Spaß, ich bin eine richtige Angsthase. Ich habe sogar Angst vor meiner eigenen Maske. Ihr glaubt gar nicht, wie anstrengend diese Hide and Seek Videos sind. Manchmal kommen die Schützen, weil meine Verstecke so krass sind. So, wir schauen jetzt, wo Lala ist, Leute. Und sobald ich das Gefühl habe, ich glaube, sie ist hier irgendwo, werde ich diese Maske anziehen. Ich hatte auch mal so einen Pickel hier. Also, ich... Komm jetzt einfach. Boah, Digga, da war so viel Müll. Boah. Nee, Digga. Das ist so ein Closed Door Room, Alter. Da bin ich niemand rein. Also, ich glaube, dass Cell sich irgendwie in was Großes, Festes versteckt hat. Wisst ihr, weil die plant immer was Großes. Und die hat echt gute Verstecke, leider. Also... Im Balkon ist sie nicht. Das heißt, sie hat ein sehr gutes Versteck. Wenn sie nicht im Balkon ist, Leute, dann sind die Verstecke sehr schwierig. Das heißt, es wird Zeit für härtere Maßnahmen. Selina! Boah, ich fühle mich gerade voll wohl mit der Maske. Selina! Ich hole dich. Ah! Warum ist es hier so dick? Na, irgendwas passt mir nicht. Ich hole dich in deine Seele. Aber kennen wir sie hier nicht.
Okay, ist sie auch nicht. Interessant. Au! Ey, Mann! Was ist denn da? Was ist denn da los? Selina, Selina. Selina! Ich hab's halt gefunden und ich hatte noch Zeit. Das heißt, ich habe die Runde auch gewonnen. Ich habe auch gewonnen. Leute, sie hat trotzdem über 4 Minuten gebraucht. Erstens, zweitens, für ich in Führung. Nee, doch. Man muss nicht gefunden werden. Also haben wir beide nichts. Also Leute, jetzt bin ich wieder dran mit Verstecken. Und ich muss sagen, ich habe mich gerade irgendwie richtig wohl in meiner Rolle gefühlt mit der Maske. Das hat mir, glaube ich, viel zu sehr gefallen. Weil ich möchte kein Opfer sein, Leute. Ich möchte die sein, die Opfer findet. Früher hatte Cell in diesem Zimmer mehr Platz, mehr Raum. Aber irgendwie hat sie alles mit irgendwelchen Kisten vollgestopft, dass man sich hier nicht mehr verstecken kann. Und das ist ein fettes Problem. Leute, ich liebe Halloween. Ich liebe Halloween. Aber ich weiß nicht, welches Kostüm ich jetzt nehmen soll. Weil ich glaube, ich würde doch Ghostface. Das wäre heute auch Ghostface. Ich bin Ghostface, nicht sie. Man muss sich dort verstecken, wo es die wenigsten erwarten. Mehr Raum. Gott, warum rutsche ich hier? Wir suchen Anja jetzt auf jeden Fall, Leute. Sie hat irgendwie voll lang gebraucht, um sich zu verstecken. Deshalb glaube ich sehr stark, dass sie irgendwo oben ist oder in irgendeinem schweren Versteck, wo man nicht so leicht reinkommt. So. Aufs Klo würde sie niemals gehen. Da war ich gerade eben drin. Da kam jetzt eingemacht. Ja, Leute, das ist einfach der Versteck. Ich habe mich jetzt hier versteckt. Und es ist zwar nicht so ein ganz gutes Versteck, aber ein Versteck, wo man denkt, oh mein Gott, als ob die da ist. Leute, Egg ist ein bisschen dick, versteht ihr? Die passt nicht überall rein. Aber die ist auch skinny. Das ist gut, aber sie ist groß. Arriba. So, wo ist sie? Echt, ich höre dich atmen. Ich war das nicht. Ich bin du. Jetzt geht's ans Eingemachte. Wo ist Alina? Wo ist Alina? Und dann kann sie gar nicht sein. War ich schon in meinem eigenen Zimmer? Nee, gell? Ich mache keine Schule, Arbeit. Ich habe mich erschrocken, Leute. Ich habe niemals gedacht, dass sie da sitzt. Und deshalb habe ich mich erschrocken, weil ich dachte, ich check das ab und laufe einfach weiter, gell? Und ich habe es auch zuerst gar nicht gesehen. Ich habe nur den Handybildschirm gesehen. Ich wollte nicht wieder weiterlaufen, gell? Und dann gucke ich so nach, weil ich so... Ich war erschrocken, gell? Mein Gott. Gell, du hättest nicht erwartet, dass ich hier bin. Ich war das so schlecht, gell? Aber du hättest sie nicht erwartet. Ja, doch. Ich habe sie gesehen. Nee, hättest du nicht. Ich habe eigentlich überlegt, Leute, Jasen schläft ja, ob ich einfach unter seine Bettdecke gehen soll, aber ich glaube, das ist lebensgefährlich für mich. Jetzt hören wir Selala, Selina, suchen. Sie war jetzt ziemlich schnell weg, das heißt, ich glaube, sie ist nicht irgendwo hochgeklettert oder so. Im Müll ist sie, glaube ich, nicht, aber da gehört sie dazu. Spaß, sie gucken trotzdem Müll nach, aus Sicherheitsgründen. Ich muss auch in der Toilette nachgucken. Pretty good! Scheiße, ich weiß eigentlich nicht, warum ich gemeint habe. Oh Gott, sorry. So, ja, was muss der YouTube? Und jemand sieht da solche Clips. Okay, Leute, Luft anhalten und durch die Toilette durch. Das hier ist irgendwie nicht. Ich weiß nicht warum, Alter. Leute, Selina ist auf der Toilette und sie denkt, dass ich sie nicht gespürt habe und gesehen habe. Und jetzt werden wir sie so fett erschrecken. Leute, ich will, ich kann so Halloween-Park arbeiten oder so. Selina! Selina! Ich hole dich immer, wenn du schläfst. Ich muss mich irgendwo verstecken, wo sie es am wenigsten erwartet, Leute. Boah! Leute, ich schwöre, die würde niemals drauf kommen, dass ich mich auch dort verstecke. Ein Versuch ist es wert. Ich werde jetzt dorthin gehen, in mein Zimmer. Oh, oh Gott,
Ich muss mich echt vom Gym abmelden. Abmelden? Ja, abmelden. Ich habe meine Maske verloren, aber ehrlich zu sein bin ich grusel genug. Okay, mach Timer. Hab ich schon. Was? Alter! Was liegt? Du siehst aus wie ein Wal. Ja, wie sieht aus wie ein fetter Mond. Ich bin hier, ich denke mir so nix. Und einfach Inge hat die Zeit schon laufen gelassen. Ja, wie hat sie mich vorhin gesehen? Sorry Leute, das kam nicht die Runde. Okay, wir checken ab, wo er überall sein könnte, weil eigentlich hat die schon relativ lange gebaut. Ich bin eigentlich Hide and Seek Profi. Da bin ich etwas viel enttäuscht von mir, dass ich keine einzige Runde bis jetzt gewonnen habe. Aber die nächste Runde rocken wir. Oh mein Gott, das Licht. Oh, da ist Licht an. So, klar, leise ich meine Maske, jetzt ist meine Power da. Ich spüre hier eine Energie. Eine gewisse eklige Energie. Hä? Warum klaut sie mein Versteck? Sie ist etwas Saures. Peace, Leute. Ich komm nicht mehr. Was ist das für eine, dass sie mein Versteck klaut? Was ist da los, Leute? Die keine eigenen Verstecke. Wissen Sie, die war das? War das deine Idee? Also, Leute, ganz, ganz ehrlich, sowas macht man nicht. Das ist Regel Nummer 1 beim Verstecken. Man klaut die Verstecke der anderen Person nicht. So schlecht, ey, Karma kommt. Es steht noch immer gleich, schon wollte ich sagen. Vielleicht bin ich jetzt. Aber Alina, du bist immer schlecht. Nein! Oh mein Gott, warte! Geh mal langsam runter. Geh mal. Oh, stopp, das sind Reißnägel. Irgendwie, Leute, hat Cell echt lange gebraucht, um sich zu verstecken. Deswegen, wir beachten jetzt nicht die kleinen Pupsräume. Oder doch, wir beachten die. Weil, Leute, Cell kann in jeder Ecke sein. Die ist klein. Ja, sie ist halt klein. Wie viel verdient man eigentlich in so einem Halloween-Park? Wenn man so eine, so keine Ahnung, ein paar Wochen dort arbeitet und mit so einem Kostüm, wie viel verdient man da eigentlich? Leute, sie ist nicht hier. Reicht mir. Leute, es reicht mir. Sie muss gefunden werden. Selina? Wo bist du? Ah, ich tue mein Wimpern weh. Irgendwie. Ich glaube, hier ist sie nicht. Hier ist sie nicht, weil die Flasche ist dort, wo sie stand. Leute, wo ist sie? Wo ist sie? Ja, Leute, Mercedes, das ist auch da, wo sie ist. Das heißt, in meinem Schrank ist sie nicht, weil ich hatte jetzt irgendwie ziemlich viele Puppen drin und ich habe da komische Sachen drin. Ey, wenn die unter dem Bett ist, ich schwöre, ich kann die nicht holen. Warte. Hä? Aber mein Bett quietscht so. Und ich frage, warum quietscht mein Bett so? Warum? Ich höre Sachen, Leute. Ich höre Sachen. Selina, bist du hier? Bist du hier? Selina. Gott, ich höre Sachen. Ich weiß nicht, was ich höre. Hä, wo ist sie denn? Wo bist du, Alter? Aber sie ist sie nicht. Mein Gott. Selma, mach ein Geräusch. Mach ein Geräusch. Du darfst nicht gewinnen. Kein Geld! Selina, mach ein Geräusch! Was? Du kannst mir. Wo ist sie? Ich habe in jeden Raum nachgeguckt. Und ich glaube, sie ist echt unter meinem Bett. Mein Bett war nicht so wie immer. Ich kenne mein Bett. Ich verbringe sehr viel Zeit in meinem Bett alleine. Und ich weiß, wenn da eine andere Person ist, dass das nicht stimmt. Und mein Bett hat gewackelt und ich habe Stimmen gehört. Deswegen. Oh mein Gott. Es steht 1-0. Selina hat gewonnen. Du musst mit dir feiern gehen und 50 Euro ihr zahlen. Und von Club alles zahlen oder was? Nein, 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 das kann nicht sein. Das habe ich doch letztes Jahr gemacht. Leute, ey, ganz ehrlich, selber schon, wenn ich das Bett nicht hochheben kann. Ich meine, die kann ja genauso gut Yasin fragen wie ich, Leute. Ich habe es auch selber nicht hochbekommen. So ein dummes Mädchen. Naja, Win für mich, Leute. 50 Euro. Auf Ex snacken, plus feiern, plus sie zahlt alles für jeden. Ich komme nicht alleine. Hier oben, Leute, hier oben, ich mach gar nichts, weil sie eine Lügnerin ist, weil sie unterm Bett war. Stell dich vor, ich würde mich jetzt einfach in einen Zug setzen und da einfach weggehen.
Und Sam wird mich suchen, Alter. So einen Zug, Augenbinde, dann mich einfach nach Berlin oder so schicken. Das wäre schon krass. Das, davon habe ich mal geträumt. Ich habe echt daran gedacht. Inga? Nein, das ist mein Albtraum seit 2 Jahren.